begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Wir sind zu Gast bei Spiel 1 aus den Champions Playoffs. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Spiel Nummer 1 also in den Champions Playoffs. Die Chance hier. Er kann diese Chance nicht nutzen. Aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. So werden die Striker Juniors in dieses Spiel gehen. Im Tor ist Alisson. Kyle Walker spielt mit Ashley Cole in der Verteidigung. Adama Traoré steht mit Ivan Perisic auf den Flügelpositionen. Und Erling Haaland spielt im Sturm mit Fernando Torres. Adama Traoré. Adama Traoré mit der Chance. Er macht das frühe Führungstor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Marquisio. Schön diesen Pass abgefangen. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Matteo Politano. Die Vocco Regie. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Adama Traoré. Das ist die Chance für Torres. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Der Ball kommt rein. Oh, misslungene Befreiung hier. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, ein Schlenzer wäre besser gewesen. Oh, nun Mascherano. Mit Puskas. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Der ruhige Spielaufbau. Ball bei Torres. Gibt den Ballbesitz ab. Cuadrado jetzt am Ball. Cuadrado am Ball. Ferenc Puskas. Den Ball holt er, gut verteidigt. Marquisio. Super gemacht, gute Verteidigung. Claudio Marquisio. Viel Einsatz, Szene geht weiter. Origi. Politano. Wird Einwurf geben. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Die Chance für Haaland. Kein Tor. Da lassen Sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert Sie. Ferenc Puskas. Angel Di Maria. Die Vocco Regie. Ah, wenn Sie da ein bisschen mehr Geduld haben, dann lässt sich dieses Abseits vermeiden. Auf jeden Fall. Vorne steht jemand im Abseits und dann trotzdem dieser Pass. Also das ist ärgerlich. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Jetzt lassen Sie sich hier erstmal wieder kommen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Steilpass von Erling Haaland. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt?
Torres. Er passt auf. Cuadrado. Sandro Tonali. Wir sind in der Schlussphase dieses ersten Spielabschnitts, die Gastgeber mit einer knappen Führung. Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe eingestellt. Ein Tor Führung, sie sind immer wieder schneller, vor allem auch gedankenschneller und so kommt dann so ein Spielstand raus. Und jetzt Mascherano. Sandro Tonali. Und jetzt die Chance. Puskas trifft! Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Tor, Doppelschlag. Was ist denn hier los? Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Das macht er gut. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Und gibt's jetzt die Führung. Ecke jetzt also. Und vielleicht die Chance auf den Treffer. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Er bringt den Ball nicht raus. Van Dijk. Hereingabe von Van Dijk. Sie verlieren den Ball. Torres. Chance zur Führung. So gerade eben noch geklärt. Da wäre es fast passiert. Er hat die Chance. Er war noch dran, gibt Ecke. Ecke kommt. Die Ecke kann er abwehren. Und jetzt die Maria. Ball bei Haaland. Haaland mit dem Ballverlust. Torres. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ganz alleine. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Cuadrado jetzt am Ball. Das ist Marquisio. Torres dazwischen. Was wird er hier geben? Di Maria. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Juan Cuadrado. Marquisio mit dem Ball. Marquisio. Da ist die Hereingabe. Machen Sie konsequent da hinten.
Oh, toller Pass, gute Aktion. Torres, da sind sie da, guter Block. Die Balleroberung. Tomori. Tonali. Und Marchisio. Di Maria jetzt in der Offensive. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Sandro Tonali. Jetzt Zanetti. Tonali. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Und dann doch der Ballverlust. Da müssen sie mehr draus machen. Ferenc Puskas. Tonali. Marchisio. Er holt sich den Ball. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Tor und... Damit sind sie hier wieder vorne. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Sandro Tonali. Angel Di Maria. Was zu Joao Felix. Er passt auf. Kurz vor dem Ende dieser Begegnung steht hier eine knappe Führung für die Gastgeber zu Buche. Spricht im Moment vieles für sie, keine Frage, Wolf. Ein Tor sind sie vorn, aber darauf darf man sich natürlich nicht ausruhen. Aber die Mannschaft weiß, wie man so einen Vorsprung ins Ziel bringt. Oh, jetzt haben sie die Chance. Da ist der Ausgleich. Und jetzt stehen sie wieder im Mittelkreis. Sie treffen selbst, sie bekommen die Tore rein. So Spiele gibt's halt manchmal. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Immer noch dieses Remis, aber noch wäre hier Zeit für den Siegtreffer. Angel Di Maria. Jetzt kann das Tor fallen. Drüber. Da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Regulär sind es noch 7 Minuten. Perisic. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie von Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Ferenc Puskas. Di Maria. Der Ball ist weg, geht über die Linie. Da sind Mitspieler frei. Chance zur Führung. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Und wir gehen in die Verlängerung. For the visitors.
Jetzt beginnt die Verlängerung. Ich bin gespannt, welches Team hier nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Nummer 17, Adriana Lochner. Sie fangen diesen Ball ab. Ferenc Puskas. Sandro Tonali. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Gute Balleroberung. Rafael Leao. Joao Felix. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Juan Cuadrado. Den kann er blocken. Cuadrado, das muss es sein. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Sie können kontern. Was machen Sie draus? Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können Sie nichts machen. In den letzten Minuten sind die Gäste hier natürlich eindeutig tonangebend, wenn es um den Ballbesitz geht. Und Chancen haben sie ja auch. Also ich kann mir hier den Siegtreffer kurz vor Schluss durchaus noch vorstellen. Auch jetzt haben sie hier wieder den Ball. Sieht vielversprechend aus. Gut geklärt, aber Einwurf. Ball wird abgefangen. Torres, schöner Pass. Aber dann sind sie doch nicht entschlossen genug. Ferenc Puskas. Ferenc Puskas! Unglaublich, kein Tor. Alisson ist da. Alisson macht zu. Den haben viele hier schon drin gesehen. Weiter geht's. Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Rafael Leao. Und klasse durchgesetzt. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Sie wechseln jetzt. So, jetzt die kurze Variante. Das wird die nächste Ecke geben. Die kurze Ecke. Nicht einfach, sie müssen sich befreien. Kovacic. Unnötig eigentlich. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Torres. Torres? Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Sie lassen den Ball gut laufen.